Insidious. Das weiß ich zum Beispiel gar nicht, was es heißt, das Wort. Ich weiß nur, dass Palpatine sein Name quasi davon abgeleitet wurde. So wie ja Darth Vader von Invader, also Eindringling, abgeleitet ist. Eindringer. Oh. Aber Insidious, Das nächste Mal noch, das das weiß gleiche, ich nicht. ja. Ich weiß nur, dass auch in Dead by Daylight, glaube ich, ein Perk so hieß. Nee, Insidious. bleib hier da. Achso, okay. Aber ich glaube, ein Ich glaube, im Status-Effekt, der Dinger Film ist es hieß. auch so. Insidious. Ja, Film, glaube ich, Insidious, auch, ja. ja, Horror. Alter, ich stehe hier und krieg Schaden. Stimmt, ich habe auch gerade ein bisschen genommen. Und eben. Nein, komm zurück, Tyron, komm zurück. Also, ich dachte schon durch. Nee, der Eben, Zaun ist noch da. weißt du, eben stehe ich vorne hinterm LKW. Immer noch nicht. Ich hoffe, dass da was Gutes drin ist. Ich google jetzt nochmal, ich will wissen, was Insidious heißt. Digga, schluckt der schwule Zaun? Natürlich. Ich muss schießen. Ah, Insidious heißt heimtückisch. Hinterrücks. Ja gut, passt, ne? Der Ja. untere, auf den unteren Rahmen schießen. Ja. Lad nach. Geh ein bisschen zur Seite, dass sie einfach schießen. Schon. Warte. Gut, 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 gut. Oh. Wir machen alle die Robbe. Wenn da jetzt nichts Gutes drin ist, raste ich aus. Oh ja, Jackpot! Guck dir das an! Ach du Scheiße, Munition ohne Ende! Ich hab sogar einen Gasbrenner! Kampfgasmaske haben sie auch. Schleifsteine. Alter, bedient Was ist das für ein euch! Ding? Fleischklopfer. Oh, die Kampfgasmaske fand ich geil, aber Digga, die haben sogar großen Ausdauerkappe. Gaskanister unten, kleinen. Jackpot, Digga. Jackpot. Schleifsteine haben sie. Und Munition ohne Ende hier. Gerade für die KA. Drei Päckle sehe ich hier schon wieder. Ja, ich sehe es. Nimm sie alle mit, Alter. Boah, das Baraka, wie sieht die Stadt geil aus? Das ist in Rotpunkt, glaube ich. Aber ich kann es nicht nutzen. 50.000 Seile haben sie hier zum Basebauen. Magazine. Schau mal, wie diese Dreckschweine horten, Alter. Eine SSG 82 haben sie auch. Was Was ist ist denn denn die noch was? häufigste Pistolenmuni, die man findet? 9x19 würde ich sagen. Ja, oder ACP. Oder AZB 45er. Aber ich würde Ja, sagen, 9x19 ein bisschen mehr. ich glaube, ich nehme mal die eine FX. Ich mache jetzt die SKS weg und nehme die SSG 82. Ich droppe hier eine J, wenn die irgendwie aus irgendeinem Grund einer wollen will. Dann den Ladesteine SK. Jo. Ich brauche gleich mal Fuchsmuni von dir, weil die schießt ja sowas. Hier liegt auch noch eine komplette Bison drin, ne? Thorn, willst du eine Bison? Nee. Ich mag die irgendwie nicht so. Das ist die 39er, gell? Ja. Uiuiui, der Server ruckelt ganz schön. Bei mir gerade nicht. Ich habe auf dem Server den ersten C-Fehler in DayZ gehabt, glaube ich, den ich hatte. Wenn der Server Probleme hat, gibt es jetzt ein Zeichen, wo das anzeigen wird, Kiano. Wie beim PC. Okay, habe ich nicht. Ich glaube, Performance-Probleme oder so habe ich gerade. Das kann sein. Will noch einer die P1 haben? Die deutsche Pistole? Lutheran? Die 1. Die Ist es quasi Walder. die P08 oder ist es eine andere? Ah, die Das ist die Walder. Walder. Das, was die Offiziere hatten. Was verschießt die für Muni? Ich glaube 9x19.
Siehst du in der Beschreibung. War glaube ich Nummer 19. Also geil ist auf jeden Fall, die scheppert gut rein. Ich kenne sie ja selber. Ja, die nehme ich. Deutsche Pistole. Hat die SSG 82 nicht auch ein Magazin? Eigentlich ja. Scheiße, dann haben sie das nicht dabei. Muss ich halt Einzelschuss machen. Scheiß drauf. Braucht einer einen Pistolenschalldämpfer? Die geht nämlich auf die P1 nicht drauf. Ich hab schon einen. Ohne Ergänzungstasche. Perfekt. Ich gehe nochmal runter gucken, ob da irgendwas ist. Tu es. Auch hinter der Theke ist nur eine Axt. Ah, die, die Ergänzungstasche ist quasi ein eigener Rucksack. Das finde ich nicht gut. Nee, nee, den kannst du an der Sturmweste dran machen. Der ist im Slot bei der Sturmweste, kannst du den reinmachen. Ach, das muss ich extra drauf drücken. Ich habe das quasi ausgetauscht. Nee, nee, ich denke mir gerade, Alter. Da kannst du jetzt richtig viel tragen mit. Ich finde es irgendwie doof, dass der Schalldämpfer nicht auf die P1 drauf geht. Das ärgert mich. Obwohl, warte mal, wenn du einen Pistolenschalldämpfer hast, den würde ich sogar nehmen. Der liegt da unter mir. Ich lieg auf ihn. Ah. Ich wärme ihn. Wärme ihn vor. Was für meine Colt? Pionier-Magazin? Einfach reingepflanzte Turinis. Einfach mal Photon klauen. Der war eine Python. Die ist sogar geladen. Schon ein Deringer. Der geht auf die SK kein Visier drauf? Oder bin ich irgendwie blöd? Auf die SKS? Ja. PU-Scope kommt da drauf. PU nur. Hey, haben wir aber noch keins. Ich denke, die ganze Zeit ich auch alle möglichen Visiere an und es geht halt nichts drauf. Das na, nur PU-Scope. Ja. Gesundheit halt. Gesundheit. 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 Guck, alle sagen Gesundheit. Hat jetzt einer hier die Bison weggeschmissen? Ja. Oh, die wollte ich nehmen. Auf, ja, dann nimm sie. Aufgehoben und dann wo ist sie denn? Gelegt. Warte, hier. Strupse. Ach, wolltest du jetzt nehmen oder was? Ich wollte sie einfach mal so mitnehmen, sicherheitshalber. Ja, ich wollte sie halt jetzt austauschen, weil für die M16 habe ich kaum Munition. Ey, dann nimm sie. Will jemand die M16 nehmen? Mit einem volles, also nicht volles, aber 60er Mech halt drinne. Danke, soll ich euch sagen. Oh, bitte. Selbstverständlich. Gerne. Nimm ich mal so lange die Bison mit, weil die hat halt 64 Schuss im Mech. Ich hab noch Muni dabei. Hast du eine halbe Stunde nachladen? So. Ich hab den Gasbrenner. Ne, den brauchst du nicht. Gehen wir weiter. Der ist nur für so Metallplatten und so ein Scheiß. Habt ihr jetzt auch alles hier? Nichts mehr, was ihr braucht. Hier liegt noch 45er Munition, falls noch jemand ein FX oder was hat. Nö, ich hab noch ein Päckchen einstecken für die Keule. Schleifsteine liegen hier noch eine Menge rum. Noch zwei Stück in der Kiste hier hinten bei mir. Einen nehme ich mal mit. Die pinke Deringer, die schaut mich so an. Ich nehme die mit. Die schenke ich danke ich auch noch. 20 Minuten. Ach man, ich bin Solnetschi. Ich kann mir eigentlich... Sprich's aus. Lege. Ach, obwohl, komm, ich laufe nach Kamensk.
Ich drop noch die ganzen Waffen aus den Kisten raus, dann despawnen die. In der Kiste hier sind auch sehr viele Seile drin, ne? Ja, ja, tu die mal einzeln in die Hand nehmen und droppen. Dann despawnen das, das ist gut für den Server. Die ganzen Sachen wieder, dass sie neu spawnen. Diese Hortschlampen hier. Alles, was wichtig so ist, waffentechnisch, Werkzeug. Man alles auf den Boden droppen. Das kommt den Server zugute. Ja. Für Thomas ist allgemein wohl. Ja. Wo andere dran nicht denken. Das tun wir. Hier ist sogar noch geschaltet, da ist so eine MK2-Pistole drin. Ein Steinmesser liegt sogar hier. Scheiß Neandertaler. Ich wollte es gerade sagen, ich nicht die Hunde geben, die Dinger. Ja, Entschuldigung, wir haben 2022. Jetzt hast du die Bison hingelegt? Ah, nee, das ist die KA. Sascha. Nee, das hat gerade hinten vom Schaft so ausgesehen. Ich droppe ja noch die Magazine kurz. Mama, drüben sind auch noch Sachen. Und für die Leute, die Folge sehen sollten, sich jetzt denken, was seid ihr eigentlich für Arschlöcher? Wie gesagt, wir tun eigentlich was Gutes für den Server. Ich wurde die erste Folge, die ich jetzt von DayZ wieder hochgeladen habe, da gab es wieder einer, der hat mich direkt angeschissen, weil ich die zwei am Anfang getötet habe. Obwohl die beiden mich angegriffen haben. Das war vielleicht einer. Das ist bestimmt so ein Zuschauer von was weiß ich für Leute, die halt immer erst fragen, bevor sie schießen oder was weiß ich, einen auf gutselig machen. Ja, was hat er geschrieben? Ich muss gutherziger spielen. Der erste hat mich angegriffen und der zweite, gut, auf den zweiten habe ich ein bisschen gechased, aber der hat mich als erstes angegriffen. Aber ist doch scheißegal, Digga, wir waren alle Bumpies. Und jetzt ist es immer noch nur ein Videospiel, Alter. What the fuck? Aber wir können durchziehen, oder? Ja. Die werden sich freuen, wenn sie hier wieder aufkreuzen. Einfach alles weggemacht. Die Kampfgasmaske kann man ja richtig benutzen, auch in den Zonen, oder? Ja, ja, aber die hat halt nur einen Filter, hat die. Wenn ja. Wenn der weg ist, vorbei. Ja, ich steck die mal ein. Ich finde, die schaut geil aus und für den schlimmsten Fall kann ich sie wirklich super nutzen. Na, zum Beispiel Nico jetzt zum Beispiel vorhin in Celeno, hätte die gehabt, hätte sie schnell anziehen können, hätte gemütlich aus der Zone rauslaufen können. Obwohl ja, er du brauchst so einen Anzug auch. Oh. Ja. Und Anzug bringst du ja nichts. Für die Ästhetik. Jetzt sollten ja ein Mischkino Militarians sind hier komplett außen rumgelaufen. Ja, die Mischkino ist da unten irgendwo. Eigentlich müssen wir jetzt hier runter gehen. Da kommen wir ja zum Sägewerk irgendwo raus. Ich glaube, Sägeweg sind wir schon vorbei. Meinst du? Schon weit. Ich glaube ja. Bauf. Bauf. Okay. Ja, dass eine Bombe runterkommen. Oh. Weil ich glaube, vorhin, als wir am Heli waren, oder ist da vorne das Sägewerk? Na, ich hab recht. Was redest du denn nur? Ja, doch, hier ist das Sägewerk. Ah, dann hat's getäuscht, weil vorhin. Stell mein Wissen nicht in Frage! Digga, ich kenne DayZ auswendig. Sägewerk. In- und auswendig kenne ich die. Oh! Bombe? Das ist so lächerlich bei den Militaries, die runterkommen. Ja. Es ist so ein lächerlicher Witz. Fick dich, Spieler. Aber echt. So ein HS, Alter. Unglaublich. Da willst du was machen, Digga? Willst du dorthin gehen? Bombe kommt runter. Oder wir warten 20, oder wir warten 20 Minuten, dann ist der Restart und dann ist weg. Ja, ach, 22 Minuten sein. Ich habe gesehen, die Entwickler von Dead Island, ne? Arbeiten anscheinend schon über New Game Plus. Ja, geil, Mann. Und es soll ein Hardcore-Modus kommen. Sie hören auf die Fans. Wissen sie, das Spiel ist viel zu einfach.
Aber wirklich. Ja, und vor allem mit dem Hype, was es hat, muss es, müssen wir machen. Was ich halt nicht verstehe, also das Spiel ist ja wirklich Baby einfach. Also irgendwie haben sie das Spiel, glaube ich, vorher gar nicht selber getestet, großartig. Aber sie haben es einfach nur sehr noobfreundlich gemacht. Wenn du einfach einen normalen Modus hättest und einen harten Modus. Also schwer. Ich hab's ja jetzt alleine Outdoor gespielt und das ist, Digga, ich hab, also jetzt ohne zu spoilern, jetzt bosstechnisch so, Keanu, du bist ja noch nicht so weit. Aber ich hab halt einfach einen Boss, einen bestimmten, einfach mit einer Raserei getötet. Ja, Gefühl, wow. Das wird jeden irgendwie, hab ich das Gefühl. Eigentlich, ja komm, ich kann's eigentlich sagen, ich spoil ja nicht, was es ist. Es war der Endboss. Mit einer Raserei. Also ist oh mein viel Gott. Zu einfach. Ich habe ihn in einer Raserei getötet. Allgemein, du bekommst halt so viele verschiedene Fähigkeiten, mit denen man Sachen anstellen kann. Und wenn man halt nur ansatzweise denkt und noch Nebenaktivitäten macht und lootet, dann ist man halt so easy im Spiel drin, das ist so traurig irgendwie. Aber und ich muss halt... Ich muss halt auch leider sagen, dass die Story halt leider auch nicht so gut ist. Ich war schon auch etwas enttäuscht. Ja gut, Alter, was willst du denn bei einem Zombie-Game da erzählen? Und Dead Island 1, die Story war auch nicht echt... Ich weiß nicht, was die Story ist. Kurz zusammengefasst, du bist auf der Insel, auf Banoi, musst dich da durchschlagen. Ja, wie ist es da am Ende? Ich am Ende, im zweiten Teil, Nico. Am Ende wird dann das... Achso, ja, ich rede gerade vom ersten, den kennst du ja auch nicht, ne? Ja. Ja, ich meine, aber auch im zweiten Teil, ich verstehe nicht, was die Story ist, ich verstehe das gar nicht, genau, was überhaupt abgeht. Mir hat nur gesagt, wir gehen jetzt dahin. Ja, ich habe mal ein bisschen gelesen, also der zweite Teil spielt anscheinend 6 Monate nach Banoi, nach dem ersten und Riptide. Nur 6 Monate? Ja. Junge, was hat denn Sam B durchgemacht für den... Ich bin immer noch schockiert, dass der Sam B so anders da ausschaut. Im ersten Teil hat er ja noch dieses Stirnband gehabt und war. Das sah viel älter aus. Ja, 6 Monate weiß ich nicht. Ja, aber es steht so in der Beschreibung drin, 6 Monate. Nachdem man neu weggebombt wurde. Ja. Hallo, ich spiele eh nicht Dead Island 2 wegen der Story, ganz ehrlich. Ja, ich auch nicht, aber sie macht halt sowieso relativ wenig Sinn. Sie hätten sie ruhig noch ein bisschen sinnvoller machen können. Also bisher finde ich sie weder gut oder schlecht. Sie ist halt da. Sie ist da, aber sie ist wirklich nicht gut. Sie gibt halt einen Grund, durch LA irgendwo durchzugehen. Genau. Und was mich auch irgendwie leider stört, die leichten Angriffe fühlen sich manchmal so an, als würde man die Zombies kitzeln, als würde man denen gar nicht so wirklich Schaden machen. Okay, das stimmt. In meinen Augen stimmt das überhaupt nicht. Also ich brauche mit meinen Waffen manchmal bei einem Gear 7 Schläge oder so. Ich one-hitte oder 2-3 Schläge und die sind weg vom Fenster. Ja. Ja. ETF. Wir haben, also ich kann sagen, was ich für eine Waffe benutze, Keanu. Ich habe Katana. Ich komme mit auf Verstümmeln. Also Gliedmaßen abtrennen. 1-2 Schläge. Mit Blutungsschaden und Zerfetzen. Ich muss nur auf die Arme schlagen. Und ich tu 1-2 Sekunden lang nur machen und der Zombie ist weg. Und ich hab nicht mal ein krasses Bild oder so. Ich hab nicht mal ein krasses Bild oder so. Wie haben wir immer gesagt, wenn wir das getan haben? Was hab ich noch gesagt? Hackmack. Oder irgendwie. Was Hackmack? Hackmack. Also wir sind ja gerade dabei, das noch zu dritt zu spielen und das ist so baby einfach. Wir schnetzeln uns da durch, das ist nimmer normal. Ja, vor allem haben wir das Gefühl, dass wir zu dritt, dass die Zombies vielleicht sogar ein bisschen mehr schlucken, aber das ist halt so schnell weg gewesen, dieses Gefühl. Ja, es ist trotzdem nichts. Hackbecken. Oder am allereinfachsten, wenn du es noch einfacher haben möchtest. Digga, dann nimmst du einfach einen Vorschlaghammer. Wenn du einen guten Vorschlaghammer hast, oder einen Bogenstab, der Bogenstab ist auch krank stark, hast du halt gar nichts mehr zu tun. Die Zombies sind so am Arsch. Was halt wichtig ist, du musst halt schon halt auf die Karten gucken, die du benutzt. Die Karten machen schon Unterschied. Ja, das auch. Ja. Oder welche Charakter du spielst. Ja. Wen spielst du überhaupt? Jacob. Oh, den spiel ich auch gerade. Und ich spiel Dingens Tasche gerade, glaube ich sogar. Ja. Jacob und Carlos sind die zwei Besten. Also... Jetzt gerade, wo ich bei den. Bin ich denn gerade?
Bei dieser Soldatin da war ich. Ja, was, der die Rodriguez. Wo ich mich durch die Horden gekämpft habe. Ja. Da merke ich schon, dass ich jetzt eher OP-ere Waffen habe. Aber selbst auch da, bei manchen Waffen, die fühlen sich so kacke an. Das ist alles nur eine Frage von deinen Karten und die Mods, die du drauf klatschen wirst. Ja. Wie gesagt, so Verstümmelung oder das, was so Explosionen macht, das war das, was du auf dem Buchstab drauf hattest, ne? Mhm. Diese Schläge, ja, wo so leicht Explosionen machen. Das, ja, das hängt von den kritischen Karten haben, je nach Charakter. Zum Beispiel bei jedem kritischen Treffer, also wenn du es auf irgendwie kritisch bekommst unter verschiedenen Sachen. Zum Beispiel Jacob bekommt, wenn er glaube ich 5-mal hintereinander trifft, ist jeder Schlag kritisch danach. Mhm. Oder manche Waffen haben auf bestimmte Körperteile kritisch. Ja. Beispiel ein Katana, auch Verstümmeln, macht immer kritische Treffer, wenn du auf Arme schlägst. Und Beine. Hast du eine Karte, oder Beine, ja. Dann hast du eine Karte zum Beispiel, wenn du die ausrüstest, macht die, dass jeder kritische Treffer eine Chance hat, eine kleine Explosion auszulösen, so eine kleine Druckwelle. Ja. Die dann nochmal Bonusschaden macht. Ja, und diese ganzen Karten, die dir moderaten und kleinen Schadensboost geben, die auch alle reinhauen. Ja. Oder Karten, dass du schneller angreifst. Ja. Oder Dingens, was ich die ganze Zeit benutze, schneller angreifen, mehr kritischer Schaden. Und dann halt zum Beispiel die Katana, das eh schon schnell ist, auf Verstümmelung. Ich gehe hin, jeder Schlag ist eh kritisch, weil ich auf die Arme schlage. Mach einfach nur zack, 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 zack. Zombies weg. Und mein Bild ist komplett auf Verstümmeln, meine Fähigkeitskarten alle auf Verstümmeln. Ich habe auch gesehen, ne? Bekomme ich Leben, wenn ich verstümmle, mache ich mehr Schaden. Ja. Wenn ich verstümmle, werde ich sogar noch schneller. Das heißt, Katana macht dann nur noch ganz schnell durch. Und dann bist du halt durch. Vor allem, wenn du halt auf kritischen Schaden noch dazu gehst, dann ist halt der Schaden so unnormal krass, das ist so sick. Jetzt mal ganz kurz, ne? Wir haben ja diese Exquisiten-Waffen, die Lilanen, ne? Ja. Es gibt tatsächlich eine legendäre Stufe. Und das ist halt auch so ein Minuspunkt in meinen Augen. Es gibt nur 6 Stück. Hm. 6 ja, legendäre Waffen. Eine kriegst du ja, wenn du Dings Story durchspielst, kriegst du eine. Und eine kriegst du von dieser dummen Tussi, wo wir all diese Körperteile hinbringen. Von der kriegst du eine brutale Machete. Von der Schatzsuche, Schnitzeljagd, kriegst du eine. Ja. Ich habe mir ein Video rein. Es gibt ja Videos von Corypheus, wo der das. Naja, das. Die sind auch alle ehrlich gesagt nicht so krass. Außer, ja gut, doch, 2 sind schon krass. Das seht ihr dann schon, wenn wir so sind. Gibt es ein legendäres Katana? Nee. Nein. Verpiss dich, Digga, ist auch kein legendäres Katana. Sind die Winners? Es gibt einen Hammer, es gibt eine Machete. Eine Riesenaxt. Riesenaxt, ich glaube ein Messer. Die Axt ist aber wirklich geil, die hat so Runen drinne und die brennt. Mhm. Die ist wirklich geil. Kein legendäres Katana gibt es noch nicht. Nee, es gibt, das hat man auf dem Screenshot gesehen, wo ich Timesplitters reingeschickt habe. Das ist so ein Blutmesser oder wie das heißt, das ist so ein gedrehtes Messer. Mhm. Mit einer gedrehten Klinge. Wenn du mit denen Schaden machst und Zombies in der Nähe sind, kriegen die Blutungsschaden und das heilt dich. Ja, dann der Vampirismus so ähnlich, perfekt. Ja. Aber leider sonst nichts. Also ich denke mal, also ich hoffe mal, dass sie da auf jeden Fall noch was reinmachen. Ja, ich. Also 6 legendäre Waffen, das ist einfach nichts. Was mich halt triggert ist, ich will halt Katanas haben. Ich will Katanas. Es gibt halt auch noch eine legendäre Schusswaffe. Das ist aber auch nur eine Pistole, wo ein Granatenwerfer ist. Ich hab es gewusst, dass es eine Pistole ist. Ich hab es gewusst. Ja, aber Granatenwerfer halt. Scheißegal. Pistole. Und der ist noch nicht mal gut. Das sind tatsächlich jetzt die Inquisitenwaffen viel besser, wenn du die gute findest. Mhm. Die Schusswaffen finde ich eh für den Arsch. Keine Ahnung. So, die können aber nicht sein. So useless wie im ersten Teil. Ja, die sind schon deutlich besser. Allein die Packy. Ja, die sind sogar sehr stark, aber ich mag die allgemein nicht, weil. Im ersten Teil, das waren Luftwaffen. Alter. Der Sinclair ist ein Gewehr, damit one-shottest du alles auf den Kopf. Ja. So, es ist ja so schon einfach, aber die Schusswaffen, das ist ja dann nochmal Baby-Baby-Mode. Aber die Packy macht noch mehr Schaden, wenn du auf Körperteile schießt wie Arm oder Bein, da macht das richtig extrem. Ja, aber es bringt ja nichts, wenn sie One-Shot auf dem Kopf sind. Ja, auch One-Shot auf dem Arm oder Bein.
Auf jeden Fall. Ein bisschen schade finde. Ja. Ich weiß nicht. Ich habe mir ein bisschen mehr Todesanimation gewünscht in dem Game. Ich weiß nicht. Das, was man jetzt so hat, diese Finisher-Moves, wenn man ausweicht oder blockt, das ist mir persönlich zu wenig. Bin ich auch ein bisschen enttäuscht, leider. Weißt du, über was du froh sein kannst? Dass du nicht mit anderen spielst. Im Koop, die Animationen, die sind Seven Days to Die, like. Ja. Es ist wirklich also, total schlimm. Einmal, das hat Nico, was hat Nico seine Sicht? Ich und er schauen uns an. Er sagt hinter mir, ist ein Zombie. Ich drehe mich um, laufe auf ihn zu und es sah so behindert aus. Oder wo ich die Waffe so gehoben habe zum Werfen, wie ich gelaufen bin, wie bei Seven Days to Die. Ganz kurz, für die Zuschauer oder auch für euch selber sieht es kacke aus? Für uns selber auch. Ja. Oh. Es sieht so behindert aus. Wenn wir uns gegenseitig laufen sehen, schaut es aus wie Seven Days to Die. Und die Animationen backen manchmal total rum, ich laufe manchmal geradeaus und bei den anderen laufe ich rückwärts. Ja, manchmal ist ein Charaktermodell einfach umgedreht. Also ich wurde manchmal einfach durch die Map gebackt oder so nach. Das ist mir einmal passiert am Anfang beim Ziegenstall. Aber sowas feier ich. So ist irgendwie lustig. Ja, das ist schon alles in Ordnung. Also, aber die Animationen, die sind wirklich extrem schlecht. Die stören schon. Oder mal zusammen spielen. Ich hätte mir einfach mehr gewünscht, so. Oder wenn man geradeaus rennt. Du kannst ja rennen, aber leicht schräg nach vorne quasi. So schräg nach vorne rennen. Und das kriegt der Charaktermodell, rennt aber weiter geradeaus. Das heißt, du so halb über den Boden sliden, schaut auch so total dumm aus. Animationen generell sind extrem schlecht. Das ist es ja auch, wenn du alleine spielst, das habe ich ganz oft gesehen, dein Schatten, der ist immer steif, egal was du machen wirst. Er ist steif. Das müssen sie auf jeden Fall noch ein bisschen verbessern. Auch wenn ich glaube, dass sie es nicht machen. So kein DC ist der Schatten richtig. Was mich auch stört, Sam B ist irgendwie voll die Snitch, voll die Bitch, weiß ich nicht, voll das Arschloch. Ich fand's schade, dass auch niemand anderes vorgekommen ist, den man so gekannt hat. Oh, schade, okay. Hatte ich ein bisschen die Hoffnung. Nee, leider nicht. Das hat mich auch enttäuscht. Und die neuen Charaktere, die sind auch alle nicht so gewesen. Ich mag Logan viel, viel mehr als Sam B. Ja. Das war doch der, das war der Neue aus Riptide, ne? Na, der ist auch von Dead Island 1. Ah, der Wurf-Experte. Ja, ja. Der mit der Cabby. Nein, der mit den Iro. Ach stimmt, das ist der Standardtyp gewesen. Ich verwechsel ihn mit den Neuen aus Riptide. Der mit der Cabby, mit dem orangenen Hemd. Verwechselt. Orangenen Hemd? Ich muss direkt an Dying Light denken. Ja, das ist ja der Ding gewesen, der, wie hieß er, Crane? Crane, ja. Nee, warte mal, ich guck mal kurz, wie er hieß. Das war der Neue auf jeden Fall in Riptide, der Neue, der, wo du spielen konntest. Weißt du noch hier die Base, wo die Wichser uns weggeschossen haben? Ja. Warum erinnerst du mich daran? Ich finde, Dying Light 2 hat ja jetzt ein brutales Update bekommen. Ist es aber auch wie Dying Light 2, wie Dead Island 2. Aber da wird halt auch leider viel zu wenig gemacht und dieses eine DLC bei Dying Light, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich hab's mit dieser nicht mal Arena. Ich bin ich ehrlich. Das ist immer dasselbe, das hat mich überhaupt nicht abgeholt. Generell so Arenenkämpfen. Hätte ich lieber Story DLC gehabt. Das gab's im ersten Jahr auch schon sowas. Das war überhaupt nicht meins. Ich finde halt, dass es kein wirkliches Ziel ist, wenn es einfach nur Arena-Kämpfe sind, die man einfügt. Hat schon eine Story, aber. Gut, sind wir einfach ehrlich. Deep Silver kann nicht unbedingt gute Stories machen. Obwohl ich die Story von Dying Light 1 echt nicht schlecht fand. Tatsächlich. Oh, eine Waffe. Eine Sporter. Fick dich, Spiel. Die ist gut, um Ziegen zu töten. Kann ich die Gegner ärgern. Ich glaube, John heißt der Neue da aus Riptide. Ja, kann sein. Der mit der blauen, ja doch, blauen Cappy und orangenes Hemd.
John Morgan. Was hat denn der nochmal gekonnt? Oh nee, Digga, ich lese am Handy und kotze hier, weil ich mich voll saufen tue. Scheiße, Digga. Ach, Waffenexperte hier, Schusswaffen und so Zeug war der. Ja, das war ja auch die Dings, die Purner. Schwarze. Hier wirklich Pulmer? Purna, die schwarze, ja. Purna. Purna, da hast du ja die Xin Mei oder wie sie hieß. Der Logan, Sam B und der John. Boah, es macht mich schon ein bisschen sad, dass die anderen nicht vorkommen. Ohne Scheiß. Na dann, niente. Hat mich auch bei Borderlands 3 voll gestört. Warum kommen nur hier, glaube ich, zwei Maya und wie heißt nochmal der Briggs? So. Brick, ja. Nur die zwei kamen vor. Aber Salvatore und Exton, nö. Von denen hast du nur ganz viele Dinger gefunden. Holos, was du dir anhören konntest von ihnen und auch so Plakate und sowas. Aber haben die nicht durch diesen zweiten Season Pass was bekommen? Psycho ist ja vorgekommen im DLC. Ja, aber ganz ehrlich, das DLC waren die jetzt, naja. Es kam ja Tiny Tina auch vor. Ja. Quick. Mordecai war doch, glaube ich, auch noch dabei. Der hat auch noch eine kleine Rolle gekriegt. Ja, stimmt. Sir Hammerlock und One Ride haben ja ihr Ding bekommen, ihr DLC. Ja, Sir Hammerlock, der ist so.